Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, was werden wir tun? Wie werden wir reagieren, wenn Jesus uns Wahrheit sagt? Beim letzten Abendmahl hat er gesagt, einer von euch wird mich verraten. Und es ist gerade Petrus, der danach fragt, Herr, wer ist das? Oder er lässt durch Johannes fragen, wer ist das? Und Petrus, ihm wird gesagt, ja, du wirst mich verleugnen. Vorher hat er gesagt, ich werde dich verteidigen, ich bin bereit, mein Leben dir zu geben. Liebe Brüder und Schwestern, wie werden wir handeln, wenn das geschieht, wofür wir uns schämen? Wenn es geschieht, auch wenn wir schon so lange im Glauben sind. Es kann immer wieder passieren, dass wir Jesus verleugnen, vielleicht sogar verraten aus Menschenfurcht. Was werden wir tun? In diesem Evangelium gibt es für mich einen sehr, sehr tröstlichen Satz, aber wir brauchen Demut, um diesen Satz Jesu anzunehmen und persönlich für uns wirklich zu nehmen. Jesus sagt, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Nachdem Petrus wirklich tief bereut hat, nachdem Jesus wieder auf ihn zugekommen ist, konnte Petrus Jesus wirklich folgen. Bitten wir den Herrn um die Gnade der Demut, dass wir immer bereit sein werden, egal was passiert ist, egal wie tief wir vielleicht gefallen sein mögen, ihm zu folgen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, uns allen einen gesegneten Tag.